Jo, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ektonum, zu einer neuen Ausgabe der Dwarf News für den Monat Mai. Ja, die Dwarf News, meine Damen und Herren. Und gleich geht's los mit dem ersten Rang. Oh, let's go. Dann kommen wir zu den Themen, zu den Projekten, die im Monat Mai anstehen. Hier im Online-Turnier Mario Kart 8 Deluxe mit dem Zwergenfürst. Ja, und einigen anderen Spielern mit John und Max, die hier vor mir herfahren. Ja, zum Beispiel. Und was im Monat Mai ganz, na, nicht ganz neu, aber was eine neue Nachricht für diesen Kanal im Monat Mai ist, ist das Ende von Randall's Monday. Let's Play Randall's Monday auf meinem YouTube-Kanal wird im Monat Mai beendet. Es nimmt endlich sein Ende. Nach 41 Parts. Da habe ich sie genau. Ich gucke gerade nicht auf die Strecke. Ja, am 5.5. kriegt er den letzten Part vorgesetzt. Part 41 wird dann der letzte Part von Randall's Monday sein. Finde ich ein bisschen traurig, weil, ja, 42 Parts wären mir lieber gewesen, aber für den 42. Part hat es dann einfach storytechnisch nicht mehr gereicht. Das war dann einfach, da war dann einfach in Part 41 die Credits da und dann war das Spiel vorbei und ja, gerade für dieses Spiel hätte ich es cool gefunden, ein Part mehr zu haben, aber ja gut. Das Spiel ist zu Ende. Point and Click Adventure mit einer linearen Story. Kannst auch keinen Zusatzpart mehr machen, das ist ja gut, jedenfalls. Randall's Monday ist jetzt vorbei und sofort in diesem Monat auch gleich wieder ein Nachfolgerprojekt. Das Nachfolgerprojekt, da war ich schon so fleißig am Vorproduzieren. Da war ich schon, habe ich mich schon so sehr drauf gefreut. Aber verdammt, bin ich auf dem hinterletzten Platz. Nicht ganz, aber ich glaube mittlerweile sind wir auf dem hinterletzten Platz. Ja, auf das Nachfolgeprojekt habe ich mich so sehr gefreut, dass die Parts einfach direkt vorproduziert habe. The Night of the Rabbit. Part 1 kommt dann direkt am 8.5. online. Ja. Ja, zu den beiden Sachen kann ich euch schon das Datum verraten. Bei den anderen bin ich mal lieber vorsichtig mit dem Datum verraten. Ja. Kurz nach Ende von Randall's Monday beginnen wir ein neues Projekt auf dem Kanal. The Night of the Rabbit. Pokémon Schwert wird natürlich auch weitergehen. Was ich auch wahnsinnig vorproduziert habe. Ja, viel vorproduziert ist jetzt in diesem Monat. Ich war mal wieder fleißig. Aber diese Dwarf News sind einigermaßen aktuell. Ja, Dwarf News sind immer relativ aktuell. Und einige Parts kriegt er trotzdem noch sehr frisch auf die Hand. Ja, gerade jetzt Anfang Mai gab es einige Videos, die ich jetzt auf dem letzten Pfiff gemacht habe. Oh, und auf geht's zur nächsten Runde. Ja, vom 4.5. Discord gibt es natürlich auch wieder, wie in jedem Monat, einige neue Videos und Let's Play-Projekte zu sehen. Ja. Und Golf It, den ersten Part davon, durftet ihr ja im April schon sehen. Da gibt es noch weitere Parts von. Ja. Haben wir hier noch Minecraft Arno. Ja, Minecraft Arno, auch ein ganz großes Thema im Monat Mai. Staffel 1 nimmt
diesem Monat sein Ende. Und auch dafür habe ich eine Nachfolge parat. Ach, verdammt. Lass mich hier von der Piranha-Pflanze fressen. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Doch, das gibt's, aber gibt's das nicht. Und wir auf Platz 12. Naja. Derzeit kommentieren und gut fahren, das ist bei mir nicht drin. Sorry. Gut, ein bisschen Turbo und gleich in die Grube fallen. Ach. Ja, Minecraft Part 99 und Minecraft Part 100 kommen im Mai raus, Anfang Mai. Ja, und mit Folge 100 muss das Projekt dann sein Ende finden. Erstmal. Staffel 1 wird sein Ende finden. Und dann machen wir erstmal ein Jahr lang Pause damit. Und dann geht's 2021 Donkey Kong. Nein, mit Donkey Kong geht's 2021 nicht weiter. Obwohl, könnte vielleicht sein. Weiß ich noch nicht. Unwahrscheinlich, aber durchaus nicht unmöglich. Mit Staffel 2 von Minecraft Arena geht's dann 2021 weiter. Ich pausiere das dann erstmal nach Folge 100 und ja, dann habe ich erstmal mit 100 Parts Minecraft genug gemeincraftet, um erstmal ein Jahr Abstand davon zu bekommen. Und dann sehen wir uns. Ja, fast schon versprochen, das ist, kann ich euch schon, also kann ich euch schon fast garantieren. Eine Staffel 2 wird es auf jeden Fall geben. Ich höre nicht mit Minecraft auf, das ist jetzt nicht mein, also ich habe Spaß an Minecraft, ich brauche bloß dann, ich brauche erstmal eine Pause davon, um mich auch auf andere Projekte zu konzentrieren und das auch mal nochmal andere Projekte anzusteuern, die nicht Minecraft Arno sind. Zum Beispiel The Night of the Rabbit und das nachfolgende Projekt von Minecraft Arno, dann New Super Mario Bros. U Deluxe. Das kriegt er dann als Nachfolger zum Minecraft-Projekt Staffel 1. Ja, Pokémon Mystery Dungeon DX. Da gibt es auch noch ein paar Parts. Und da haben wir zwischendurch mal ein bisschen, da ich ganz kurz mal pausiert, weil ich an einer Stelle in einem Dungeon ziemlich schlimm festhing. Und jetzt geht's weiter und Anfang des Monats geht's dann mit einem neuen Part weiter und dann hoffentlich voran. Ja, was haben wir noch? Deponia haben wir noch. Ja, das wird auch bald zu Ende gehen. Da habe ich auch schon Nachfolger in Planung. Ja, einiges geht's zu Ende in diesem Monat. Pokémon Schwert und Pokémon Mystery Dungeon Ritter Team DX geht noch nicht zu Ende in diesem Monat. Aber Minecraft Arno und Randis Mandel, die gehen zu Ende. Oh, jetzt habe ich einen Nicht-Turbo-Start. F-Zero-Bahn. Ja, Nicht-Turbo-Start auf der F-Zero-Bahn. Yo. Deponia hat noch. Ja, das könnte auch unter Umständen im Mai schon zu Ende gehen, wenn nicht im Juli. Das geht schon wirklich langsam seinem Ende entgegen. Ja. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Was habe ich hier verpasst? Jetzt habe ich einen roten Faden verloren. Aber eigentlich war es das jetzt schon im Wesentlichen, was die Projekte im Mai angeht. Vielleicht holen wir dann. Nein, Pokémon Schwert hat ja noch mehr. Das ist, wenn Pokémon Schwert dann zumindest holen, dann ist Pokémon Y zurück. Mit Pokémon Y weitergeführt. Das ist dann sozusagen der Nachfolger, in Anführungszeichen. Der Vorfolger und Nachfolger wurde ja für Pokémon Schwert pausiert.
das dann, wird danach Pokémon Schwert weitergeführt, aber das ist im Juni, das dann, ja, das ist im Juni der Fall, das ist im Mai dann noch nicht so das Thema. Im Mai wird es noch ordentlich Pokémon Schwert Parts geben. Und im Juni dann wahrscheinlich schon die nächsten Pokémon Y-Parts. Da werden sich einige auf meinem Kanal wundern, weil das dann mit Part, ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind, mit Part 16 oder 17 anfängt. Ja, weil die ersten 17 Parts dann schon vor einem gefühlten Jahr veröffentlicht wurden. Ja. Und damit, das ist dann eigentlich Ding für die Dwarf-News für den Monat. Ja, Juni, für den Monat Juni. Na gut, damit hätten wir eigentlich alles soweit abgehakt. Auf The Night of the Rabbits, da freue ich mich ganz drauf. Das ist ein Projekt, was mir auch sehr am Herzen liegt. Das macht mir sehr großen Spaß. Da habe ich mich wirklich drin vergraben in diesem Let's Play. Das war also wirklich, da bin ich wirklich in eine neue Welt geflüchtet. Das ist wirklich geniales Let's Play, da könnt ihr euch drauf freuen. Und bilateral Podcast natürlich, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das vergesse ich immer zu erwähnen. Podcast, bilateral Podcast auf dem bilateral Podcast-Kanal. Auch sehr großartig. Müsst ihr mal vorbeischauen. Jo, hier geht's gerade nicht voran. Nicht genug Spieler oder was? Jo. Wir spielen noch eine Runde offscreen und ja, sag jetzt schon mal Tschüss. Wenn ich nach oben soll es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und man sieht sich. Ja, haut rein. Ciao, ciao. Ciao.